Herr Weber, man muss ja jetzt schon fragen, wenn wir das Thema Polen auf der Agenda sehen, kommt es kurz nach einem Brexit schon zu einem nächsten Austritt aus der EU? Der Brexit war ein politischer Austritt, da wurde abgestimmt. Im Fall Polen kann man fast von einem rechtlichen Exit sprechen, weil durch das Urteil des Verfassungsgerichtes die Grundlagen der Europäischen Union, nämlich Respekt gegenüber dem europäischen Recht und vor allem der Unabhängigkeit der Justiz, der Gerichte in Polen, die steht zur Debatte in Polen. Und deswegen ist es eine sehr ernste Entwicklung. Ernste Entwicklung, sagen Sie als Politiker mit einer gewissen Vorsicht, eine Entwicklung, die ja auch diskutiert werden wird in Brüssel, aber eine Entwicklung, bei der die Bundeskanzlerin jetzt noch einmal auf Ruhe und einen bilateralen Dialog setzt. Ist das richtig aus Ihrer Sicht? In Europa müssen wir Probleme immer mit Gespräch lösen, deswegen ist die Mahnung von Angela Merkel richtig platziert. Allerdings muss man sagen, seit 2017 liegt das Artikel-7-Verfahren auf dem Tisch. Das ist die schärfste Waffe, die Europa hat, um Rechtsstaatlichkeit durchzusetzen und durchzuhalten. Und seit 2017 haben die Staats- und Regierungschefs öffentlich in ihren Sitzungen, in den Sitzungen drin, nicht über das Thema geredet. Also es wurde viel zu viel Zeit verloren, ist verloren gegangen. Und deswegen ist es gut, dass heute und morgen darüber gesprochen wird. Aber es war auch dringlich notwendig. Aber Sie gehen ja noch einen Schritt weiter. Das EU-Parlament sagt, so, jetzt machen wir Druck auf die Kommission. Meine Fraktion hat diese Klage vom Europäischen Gerichtshof nicht unterstützt. Wir glauben, dass wir jetzt geschlossen sein müssen. Wir haben am Dienstag über alle Parteien im Europäischen Parlament hin deutlich gemacht, dass wir für die Prinzipien verteidigen Europas, die Unabhängigkeit der Justiz. Und ich hoffe, dass die Staats- und Regierungschefs jetzt beim Gipfel deutlich machen, dass alle Staaten die Idee von Unabhängigkeit der Gerichte unterstützen und verteidigen. Und das auch den polnischen Freunden sehr ehrlich und klar auch kommunizieren, auch sagen. Und deswegen ist diese Woche eigentlich die Woche der Geschlossenheit. Ich halte nicht viel davon, dass wir jetzt gegenseitig uns verklagen, sondern wir sollten gemeinsam auftreten, um die Rechtsstaatlichkeit in Europa zu verteidigen. Es gibt ja immer wieder die Frage, welches Instrument steht denn da überhaupt zur Verfügung? Und das einzige Instrument, was wirklich Polen, sagen wir mal, unter Druck setzen würde, ist eine Kürzung zum Beispiel bei den Corona-Hilfen oder auch bei dem Rechtsstaatsmechanismus ein Kürzen des Geldes. Ist das die einzige Möglichkeit? Es ist zumindest ein scharfes Schwert, das wir jetzt haben. Ganz konkret fordere ich, dass die jetzt anstehende Ausbezahlung der Corona-Aufbauhilfen, also der Gelder, die wir verwenden, um nach der Corona-Krise wieder durchzustarten, dass die so lange gestoppt werden, solange in Polen diese Disziplinarkammer am Arbeiten ist. Die muss aufgelöst werden. Ich möchte zunächst konkrete Schritte sehen, bevor wir die Gelder überweisen. Das wäre die konkrete Forderung. Aber es gibt noch eine wichtigere Waffe oder wichtigere Schwert, wenn ich so formulieren darf, nämlich die Bürgerinnen und Bürger Polens. Es muss in Polen geklärt werden, wie Polen seine Zukunft sieht. Und 88% der Polen wollen in Europa sein. Die Menschen wollen einen Rechtsstaat, der unabhängig ist. Und sie wollen auch Partner auf der europäischen Ebene sein. Und da ist meine Partei, die Europäische Volkspartei, mit Donald Tusk jetzt in der Opposition, die Fahne in die Hand nimmt und sagt, wir kämpfen für ein Polen, das in Europa verankert bleibt, unter Freunden verankert bleibt. Und am Schluss muss die Richtung Polens bei den nächsten Wahlen entschieden werden. Und ich hoffe, sie wird proeuropäisch ausgehen. Wir sprechen jetzt über ein Problem, was fundamental ist für die Europäische Union. Sprechen wir mal über ein Problem, was die Bürger der Union haben und die warten eigentlich auf Entscheidungen, auch hier in Brüssel, nämlich bei den Energiekosten. Die Energiekosten explodieren in allen europäischen Ländern und jetzt gibt es ein Tool von Möglichkeiten, den Menschen zu helfen. Über 20 Staaten der EU haben ja schon angekündigt Steuerermäßigungen oder Subventionen. Was sollte da passieren? Das erste ganz konkrete ist, die Steuerschraube zu lockern. Das, was Sie angesprochen haben, dass die Mitgliedstaaten eigenständig Steuern senken müssen, um den heutigen Preisdruck, der enorm ist, der wirklich enorm ist, entsprechend abzufedern. Und das zweite ist, wir müssen uns mittelfristig mit den Märkten beschäftigen. Gerade die Fragestellung, unsere Marktmacht als Europäer gemeinsam einzusetzen, um gegenüber Putin oder auch den Saudis, wenn es um Öllieferungen geht, aufzutreten und miteinander einzukaufen, würde natürlich einen enormen Marktdruck auch ausüben im Sinne unserer Verbraucher, im positiven Sinne für unsere Verbraucher. Und das dritte, ich bin dezidiert der Meinung, dass wir möglichst schnell unabhängig werden müssen von diesen Energieträgern. Es gibt Alternativen, die regenerativen, die grünen Technologien sind die Zukunft, weil die uns auch unabhängiger machen von Öllieferungen aus Saudi-Arabien und auch von Putins Erdgas. Da müssen wir dann Kröte schlucken und sagen, im Fall von Nord Stream 2 müssen wir halt jetzt einfach mal sagen, okay, dann muss das möglichst schnell genehmigt werden, damit wir das Gas bekommen und diese Brücke sozusagen schlagen können.
Ich war nie ein Freund von Nord Stream 2, weil dieses Projekt Europa leider entzweit hat. Es war nicht abgestimmt mit anderen Partnern. Es war ein deutscher Alleingang. Es hat uns nicht gut getan, auch uns Deutschen nicht. Und wir haben genug Gasleitungen aus Russland nach Europa. Es liegt nicht an den Leitungen, es liegt am Putins Willen. Und er setzt derzeit seine politische Macht ein. Ich würde mir wünschen, dass uns vielleicht jetzt, wenn ich das so sagen darf, auch Gerhard Schröder etwas hilft. Ich meine, er hat die besten Kontakte zu Putin. Er wird bezahlt von Gazprom. Er sollte jetzt auch für die deutschen Energieverbraucher mal gutes Wort einlegen, dass mehr Gas fließt, auch zu vernünftigen Kosten. Und bei Nord Stream 2 muss man ernsthaft überlegen, wenn jetzt Russland nicht bereit ist, uns in diese Energieknappheit zu helfen und entsprechend Gasmengen bereitzustellen zu vernünftigen Preisen, dann muss man eventuell auch Nord Stream 2, gerade bei der Betriebsgenehmigung, auch nochmal ernsthaft diskutieren. Wir dürfen uns von Putin nicht an der Nase rumführen lassen. Wir sind die für die Rechnungen bezahlen. Er will unser Geld und da sollten wir auch entsprechend tough und stark auftreten.